Unserer Meinung nach waren wir natürlich die geilsten vom Konzept her und vom Unterricht her. Und natürlich konnten wir auch alle, die kommen, dazu bewegen, bei uns mitzumachen. Wir konnten nur uns nicht ausbezahlen, das war das Problem. Wir konnten nicht wachsen, wir wussten aber nicht, woher das kommt. Wir haben unseren Umsatz bis jetzt verfünffacht. Wir haben unsere Mitgliederzahl quasi verdreifacht. Ich bin Gianni, 40 Jahre alt. Ich bin der Sadek, ich bin 30 Jahre alt. Wir machen Wing Chun und wussten schon, seitdem wir Schüler sind, dass wir zusammen eine Sportschule aufmachen wollen, weil wir aus unseren Hauptberufen raus wollen. Wir wollen das hauptberuflich machen. 2016 haben wir eine Firma gegründet mit quasi unserer ersten eigenen Kampfkunstschule, in der wir dann auch Wing Chun unterrichtet haben für Erwachsene und Kinder. Und ja, seitdem gibt es uns quasi. Und jetzt sind wir seit 2019 in Zirndorf und seit 2021, glaube ich, oder 22, arbeiten wir mit Falk zusammen. Tatsächlich wurden wir empfohlen. Es war ein Kollege, ein Arbeitskollege, der Frank Zindler. Der hat gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit dem Falk und das war die beste Entscheidung, die er je getroffen hat. Seitdem läuft seine Schule sehr gut und wenn wir wachsen wollen, sind wir bei ihm gut aufgehoben. Mein erster Eindruck von Falk war, dass ich es hier mit jemandem zu tun habe, der straightforward ist. Also der klare Ansagen macht, mir auch helfen möchte und mich da auch ganz gut angeleitet hat. Vor allem im Erstgespräch. Also vorher hatten wir nicht so viele Berührungspunkte. Wir sind auf ihn zugekommen, also wir wurden da gar nicht irgendwie angerufen, sondern wir haben den ersten Schritt gemacht. Hat aber von Anfang an professionell gewirkt und uns auch gut vorangebracht. Wir haben uns gedacht, wir müssen das von jemandem leiten lassen. Also jemand, der Ahnung hat, der uns da coachen kann. Und wir waren auch bereit, den Schritt zu gehen. Am Anfang war es finanziell ein bisschen schwierig, aber wir haben gesagt, wir gehen den Schritt und das war die beste Entscheidung ever. Also unsere Ausgangssituation, bevor wir mit dem Coaching bei Falk gestartet haben oder da durchgestartet sind, war quasi, dass wir um die 100 Schüler hatten mit ca. 5000 Euro Beiträgen in zwei Standorten. Also wir mussten uns da auch aufteilen, haben uns da auch kaputt gearbeitet. Dann kam noch erschwerend Corona dazu. Also wir haben den zweiten Standort kurz vor Corona eröffnet. Was da passiert ist, das wisst ihr alle sicherlich. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen da was ändern. Und das hat mit Falk und seinem Einwirken und seiner Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert. Also vor dem Coaching hatten wir unserer Meinung nach ein Problem damit, Kunden zu uns zu bringen. Unserer Meinung nach waren wir natürlich die geilsten vom Konzept her und vom Unterricht her. Und natürlich konnten wir auch alle, die kommen, dazu bewegen, bei uns mitzumachen. Also nachdem wir mit Falk zusammengearbeitet haben, haben wir gesehen, das ist gar nicht so. Nicht auf eure Intuition hören, sondern auf die Zahlen. Wir konnten nur uns nicht ausbezahlen, das war das Problem. Wir konnten nicht wachsen, wir wussten aber nicht, woher das kommt. Und da hat uns Falk tatsächlich geholfen und die Augen auch geöffnet. Er hat uns ein System gegeben, dass es ein Prozess ist und dass wir unsere Prozesse einhalten müssen, dass wir uns um die Leute kümmern müssen, bevor sie ins Training kommen. Und ja, daran haben wir uns gehalten und das funktioniert wunderbar. Und jetzt seitdem wachsen wir ohne Ende. Also die Dinge, die Falk uns geraten hat, die haben wir relativ schnell umgesetzt. Also ich würde sagen, fast sofort. Manche Sachen haben wir etwas später umgesetzt und die haben uns auch sofort zu Erfolgserlebnissen verholfen. Also es ging steil bergauf. Also im ersten Monat haben wir, glaube ich, um die 35 Verträge geschrieben. Ein unglaubliches Wachstum, also sofort. Das hat sich natürlich super angefühlt, in so kurzer Zeit so viele Erfolge zu feiern. Mit Falk gemeinsam, mit meinem Geschäftspartner gemeinsam. Zu sagen, man kann von der Schule endlich leben, man kann in den Hauptjob Schule wechseln. Also man muss nicht auf zwei Hochzeiten tanzen und sagen, okay, ich muss arbeiten bis 16, 17, 18 Uhr und dann muss ich aber noch schnell die Kinder und die Erwachsenen unterrichten. Und die Familie bleibt auf der Strecke. Also das hat, ich denke, privat, sozial und im Berufsleben einiges verändert und das war ziemlich, ziemlich cool. Mindset ist ja sozusagen alles, so ziemlich. Danach kommt das Umsetzen des Wissens, was wir von ihm bekommen im Coaching. Und ja, wir müssen weiterhin an unserem Mindset arbeiten. Also das hört ja auch nicht auf. Wir diskutieren ja heute noch in unserem Büro über bestimmte Themen. Und ja, das hört nicht auf. Mindset, Umsetzung und weitermachen. Ja, in unserem Unternehmen hat sich durch die Zusammenarbeit mit Falk konkret einiges geändert. Wir haben unseren Umsatz bis jetzt verfünffacht. Wir haben unsere Mitgliederzahl quasi verdreifacht und sind jetzt eben bei 300 Mitgliedern, 25.000 Euro Umsatz
Tendenz steigend. Wir können unsere ersten eigenen Mitarbeiter einstellen, also hier auch Perspektiven und Zukunftschancen für junge Menschen schaffen und die teilhaben lassen an unserem Erfolg. Also ja, vor allem das Netzwerk ist ja, glaube ich, auch ein großen Vorteil, den Falk bietet. Dadurch, dass man auf gleichgesinnte Leute trifft, die alle dasselbe wollen, also quasi eine gut laufende Schule, ein Benefit für sich, aber für die Mitglieder genauso. Und dass man sich da ständig im Austausch befindet, das bringt einen immer voran. Selbst wenn man an sich zweifelt, wenn man die eine oder andere Frage hat, hört man das nicht nur von Falk, man hört das von 20 anderen Leuten, die genau dasselbe Problem haben, dieselbe Lösung vielleicht auch finden und dann weiß man, das ist richtig, was man hier tut. Wem würde ich es empfehlen? Ich empfehle es jedem, der in seiner Persönlichkeit wachsen möchte, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat oder versucht es hauptberuflich zu machen, der sollte sich einen Coach holen, da ist tatsächlich der Falk der Richtige, was Kampfkunst angeht.